Von Doberan und Heiligendamm, liebe Gäste, wir begrüßen euch und Sie ganz herzlich zum heutigen Eröffnen der Badesaison durch unseren Großherzog Paul Friedrich und seine Großherzogin Alexandrine. Und noch einmal bitte ich um ein dreifaches Hoch! 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 Eure königlichen Hoheiten, euer Volk ist überglücklich, euch hier an diesem heutigen Tag begrüßen zu dürfen in eurem Seebad Heiligendamm. Seid gegrüßet! Wir freuen uns, dass es von Jahr zu Jahr mehr wird. Hab vielen Dank für euren Besuch. Ein Spiel entrückt in ihren Lauf. Wir
innerlicher Spiegelsaal sollte darin sein. Dort könnte ich dann all meine Tänze ausüben, die ich auf meiner langen Reise durch Amerika, der neuen Welt, kennengelernt habe. Mit jedem Wunsch, den ihr mir erfüllt, steigt meine Liebe zu euch. Ich danke für eure Großzügigkeit. Es soll so sein, ein Cottage, das deinen Namen trägt, Alexandrine Cottage. Eure königliche Hoheit, wir haben erfahren, dass ihr in Amerika wart und dass ihr dort Tänze kennengelernt habt, die euch sehr beeindruckt haben. Und wir haben auch gehört, dass euch der Tanz mit den Reifen, der Hula-Hoop-Tanz, so besonders beeindruckt hat. Als Überraschung haben wir, die Stadt Doberan und Heiligendamm, etwas vorbereitet. Lassen Sie sich überraschen, alle, die Sie hier sind und Eure Majestäten ganz besonders. Darf ich bitten? Die Garde übernimmt bitte jeweils einen Reifen. Eure Majestät, ihr werdet sehen, wie eure Männer von der Garde diese Sache beherrschen. Wir haben tagelang geübt. Ihr könnt mir glauben, ich habe die elegantesten rausgesucht. Die wirklich elegantesten. Moment, es kommt Musik. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Garde. Wasser und Brot. Stopp, 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 stopp. Eure Majestät, es ist ja so peinlich. Fort, fort mit den Reifen. Fort, schnell, schnell. Musik. Oh Gott. Ist sie wirklich eine prima Ballerina? Verrat! 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 Ein Mann! Ein Mann! Mein Mann! Eure Hoheit! Ein Mann! Mio Dio! Ich sei Paolo! Bruder von Maria! Marias gehen nicht gut! Sie kriegen Baby! Eine kleine Bambino! Oh, verstehen Sie? Ich muss doch Ehre retten! Von meiner Schwester! Eure Hoheit! Er ist ein Lügner! Lügner! Lasset mich ihn für euch töten! Nun sachte, mein General! Trefft euer Urteil! Sachte, sachte! Lasst mich nachdenken! Oberlandforstmeister Eggers, was sagt ihr? Wie gefährlich ist diese Meereskreatur, dieser Wolfsbarsch noch gleich? Sehr gefährlich, ganz gefährlich. Und wer uns belügt, muss bestraft werden. General Dupré, ein Gottesurteil. Möge Gott über das Schicksal dieses Mannes entscheiden. Möge Gott den Wolfsbarschen ein Zeichen geben. Darauf war ich vorbereitet. Los. Er behauptet, jung zu sein. Er war jung. Er wird sich nicht mehr vermehren, nachdem er im Meer geschwommen ist. Ach, ich freue mich auf seine Schreie und auf das Blut im Wasser. Und ich empfehle allen Männern, danach nicht mehr ins Wasser zu gehen. Nein. Der Befehl ist noch nicht erteilt, General. Oh, stopp, Garde. Ich als oberster Richter ordne an 30-minütiges Brustschwimmen. Unverzüglich, sofort. Oh ja, 30 Minuten. Los, vorwärts. Vorwärts. 30 Minuten, herrlich. Eure königliche Hoheit. Und Wolfsbarschen. Ist denn das Baden jetzt für uns alle gefährlich? Dann kann ja das historische Anbaden ja gar nicht stattfinden. Mein lieber Amtshauptmann, das kann und will ich nicht sagen. Mein lieber Leibarzt Dr. Kortüm, was sagt ihr? Also, ich glaube, diese Biester, diese Wolfsbarsche sind jetzt erstmal mit Paolo beschäftigt. Und ich denke, das könnte trotzdem was werden. Ich habe gerade im Auditorium
den Hofschneider Meister Röcklin, unseren ersten Anbader, entdeckt. Kommt von hier, da geht man. Wir könnten uns mit einer Aufwärmgymnastik ja vielleicht ein wenig aufwärmen für das Anbaden. Und ich sehe, dass unser Hofschneidermeister Röcklin auch seinen für Land und See ausgebildeten Schutzhund Herkules dabei hat. Der wird gewiss diese bösen Kreaturen aus der Ostsee vertreiben, sozusagen wegbellen. Wuff, wuff. Wollen wir mal sehen, dass die Hüfte noch mehr geht. Also, wir drehen uns einmal rechts rum, einmal links rum. Ja. Wir werden es noch ein bisschen weiter. Und jetzt nehmen wir mal das linke. Ganz wunderbar. Eine Sache hätte ich aber noch. Hat jemand zu viel gegessen oder zu viel getrunken? Ich erblicke dort jemanden mit Pickelhaube. Die sind mir sehr verdächtig daraus. Nein, so geht das, der bewegt ihn auch. Ja. Also ich glaube, das hat der Obersteinermeister Röcklin ganz wunderbar gemacht. Und ich denke, das ist auch ein Applaus wert. Auch für die Anbader hier vorne. Und ich glaube, auch wenn sich die Anbader jetzt badefähig fühlen, sollte dem Anbaden nichts mehr wege stehen, König Howard. Das Anbaden ist eröffnet! Ja! Hurra! 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 Okay, ich bin auf.